Wer singt denn hier? Hallo, Vane. Oh, Charles Vane. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns noch mal zurück getrennt. Was ist denn mit ihm passiert? Der ist ja komplett durchgedreht. Hier sind überall so Versteckmöglichkeiten. Noch gar nicht benutzt. Wupp, weg mit dir! Hallo! Ja. Ist hier noch irgendjemand? Jetzt weiß ich auch, wie das mit den alten Freunden gemeint ist. Wer war hier oben? Achso, niemand. Was sind alte Freunde? Moment. Sorry, ich muss hier nochmal kurz mich umschauen. Hä? Hier ist ja sonst niemand. Mary? Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Die ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht, wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Stütz dich auf Mary. Na komm. Oje, oje, oje. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Vielleicht solltest du sie lieber hochheben, Edward. Es könnte vielleicht besser funktionieren. Was haben die denn mit ihr gemacht? Ach du Scheiße. Halt nicht mit. Ich lass dich nicht zurück, verdammt, heb deinen Arm! Es ist gar nicht so weit. Doch, das geht. Ja, siehst du, so ist doch besser. Oh, er hat auch nicht so viel Kraft mehr. Auf keinen Fall. Lass mich runter. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist so eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Liebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Sie ist nicht mehr da. Ach nein. Verteilen! Durchsucht dir jeden Winkel! Oh shit, wir müssen weg.
kannst sie nicht mitnehmen, Edward. Jetzt auf einmal kannst du schneller? Das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben nur einen Freund besucht. Was wäre denn der andere? Und wo wäre der andere gewesen? Da war ich jetzt offensichtlich zu doof für. Hallo. Oh, shit. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Boah. Mal gut. Mary. Nein. Lauf. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die beiden wirklich schwanger sind. Oh Gott! Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber... Sie passen euch. Oh. Krass. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Das lässt uns hier so zurück. Toll, wir haben nichts geschafft. Mann. Jetzt waren wir nicht sehr erfolgreich. Oh, er ist am Trinken. Er trinkt schon hier? Wow, wie er herumstarkst. Oh, je, 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 je. Nein! Edward, was machst du denn? Du faule Sau. Hallo? Oh, nee. Ich glaube, Edward geht's gar nicht gut, wo Mary tot ist jetzt. Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Dritter Schreich. In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Vielleicht wird er besser erstmal nüchtern. Oh, lecker Essen. Essen. Ich schwitze dich auf. Nimm dir das Essen. Oh, Käse. Und Fleisch und Bananen. Idiot. Ja, bleib lieber liegen. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit!
Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Okay, das ist nicht echt hier. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand ein Tornado. Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. What the fuck, wo sind wir denn jetzt? Ich schätze mal, wir müssen nach oben schwimmen. Auch wenn wir gerade keine Sauerstoffanzeige haben. Was geht hier vor sich? Ja. Okay. Zog, der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Widder da noch fast. Na, da ist der Letzte. Aber warum töten wir die jetzt? Da sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel. Nicht mehr als 2 Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary! Sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Verflucht soll dir sein! Ich komm schon zurecht! Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Ich hoff grad gar nichts mehr. Was geht hier ab? Edward? Du solltest aufstehen. Er guckt ein bisschen seltsam. Kann dann auch nichts machen. Er liegt da. Er blinzelt nicht mal. Okay. Ha, ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Wirklichkeit. Captain Kenway! Oh, Ade! Sieht aus wie in einem Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Ja, die Jackdaw. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Okay. Wenn Herz und Verstand bereit sind. Alles klar. Wir haben es irgendwie überlebt. Wir haben hier immer noch nicht die Taverne freigeschaltet. Oh. Und wir haben eine Schatzkarte, die diesen Ort hier zu zeigen scheint. Aber all das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gewundert, dass ich schneiden musste, weil jetzt das alles ein bisschen lang geworden ist. Zumindest diese Aufnahme. Aber ja, jetzt verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Und wir hören uns dann in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise Folge, je nachdem, wie ich das dann da mache und ob ich es schaffe zu schneiden. Und ja, da hören wir uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dann!